Da fließt viel. Der würde mir so. Spiel bloß. Habe ich auch nicht vor. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt machen soll. Hier war auch nichts mehr. Nee. Kann ich ihr den Schweif schon geben? Kannst du mir helfen, den anzuziehen? Aber gern doch. Oh je. Ja. Oh, plopp. Und steht er mir? Du hast nicht nur dir. Fehlt nur noch der Einhornkopf. Du hast da was am Arsch. Okay. Einhornkopf. Einhornkopf, wie kriege ich das Ding angespitzt? Kurz. Im Büro. Im Büro ist ein Anspitzer. Und weil Nari jetzt nicht mehr da ist, kann ich da hin. Oh, genial. Ich bin genial. ins Office. Mhm. Da ist ein Anspitzer. Da. Und den will ich anspitzen. Jetzt ist er schön. So, und jetzt will ich damit auch das gleich. Das hilft mir nicht. Löcher machen, nicht? Okay. Klebt wie von selbst. Ich kopf mit Horn. Kann ich hier eigentlich jetzt auch noch andere Sachen machen? Dieser rote Ball sieht nicht. Jetzt bin ich gespannt. Was zum ist das? Eine Leiche? Das muss Naris verschwundener Assistent sein. Der getrocknete Speichel am Ball könnte eventuell den DNA-Scan. Aber ich bekomme ihn nicht raus. Der hat sich festgebissen. Irgendwas Schweres müsste dagegen rammen. Okay. Irgendwas Schweres muss dagegen rammen. Ach, muss ich also von oben was runterfallen lassen? Nein, nein. Oh, wenn das ein... Ah, das. Was Schwieriges. Ja, diese, ich muss ja richtig, ich muss ja die Sachen hier. Der Computer ist. Den Auskenner. Was ist denn. Was kann ich denn von Schweres von oben runter fallen lassen? Ist oben irgendwas, das ich nur runterschubsen muss? Steht ja nichts sonst. Oder muss da rutsche ich auf. Feigling. Ich kann nur den. Das einzige. Das hilft mir nicht. Schwere ist das. Ah, alles klar. Oh, die ist zu weich. Jetzt weiß ich, wozu ich die auch brauche, logischerweise. Alles klar. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Ja, ist ja gut. Immer diese blöde Zugangskarte. Ich muss die Wassermelone mit dem mit der Bowlingkugel austauschen. Office. Okay. Wassermelone.
Die könnte ich noch gebrauchen. Mit... Das lässt sich nicht... Die beiden Sachen funktionieren. Wie... Das hilft mir. Wie krieg ich da jetzt Löcher reingebohrt? Ich habe die Löcher mit dem Kuhkopf, mit dem Elchkopf geht das nicht. Okay, kann ich jetzt schon den Kopf austauschen? Da der nicht weiß ist, würde ich jetzt ja aus dem Stegreif sagen, nein, aber wer weiß, ob der weiß sein muss. Vielleicht könnte das... Vielleicht könnte das die Alte täuschen, aber der... Noch nicht ähnlich genug, ja. Das hilft mir nicht. Bleichmittel, natürlich. Oh, ja. Jetzt ist er weiß. Jetzt ist er weiß. So, jetzt das auch. Könnte funktionieren. Sie wird sicher nicht bemerken, dass das ein anderer Kopf ist. Nein. Das fällt überhaupt nicht auf. Hä? Okay, alles klar. So, jetzt kriege ich sie rum. Jetzt kriege ich Nari rum. Jetzt habe ich nämlich einen Einhornkopf. Oh Gott, das war... Hm? Na? Wie geht's deinem Stöpsel? Oder deinem Arsch, je nachdem. Wow, genau so ein Ding wollte ich. Larry, du hast es geschafft. Romantisches Licht, mein Kostüm. Stöpsel. Was jetzt kommt, hast du dir redlich verdient. Und da ich in deinem Timber-Profil gesehen habe, dass du auf Scroonicorn stehst, werde ich dir diesen Wunsch erfüllen. Du darfst alles mit mir tun, was du willst. Das machen schließlich auch alle anderen. Hm? Okay, das Sicherheitswort ist Approximationsalgorithmus. Aber du musst es sehr deutlich aussprechen. Wird vielleicht mit Ball im Mund nicht so einfach. Kein Problem, Baby. Obwohl... Was? Obwohl was? Ja. Ja. Oh Gott. Ja. Ich hab's geahnt. Na? Wie war es so mit deiner Freundin? Ich möchte nicht darüber reden. So schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Komm, setz dich. Nein, danke. Ich stehe lieber. Also, Pi, jetzt müsste ich doch ganz nah an den 90 Timber-Punkten sein, oder? Dein Punktestand bei Timber ist 31. Das reicht noch nicht. 31? What the fuck? Was ist jetzt mit dem Vorführgerät für die Präsentation los? Ist alles fertig? Das Gerät muss exakt nach den Spezifikationen vorbereitet werden. Ist die Technik dran? Ruhe. Außerdem. Ich muss nachdenken. Ich muss wissen, was los ist, Faith. Die neue Version der P-Software hat noch Fehler. Der Kontakt mit diesem jämmerlichen Wicht hat sie komplett aus der Bahn geworfen. Wenn wir die Präsentation verschieben müssen, hat das ein böses Nachspiel. Auf keinen Fall. Wir haben es zu lange geplant. Jetzt alles zu verschieben, wäre ein Eingeständnis eines Scheiterns. Der Aktienkurs würde einbrechen. Das Vorführgerät muss einfach neu justiert werden. Ich kümmere mich darum. Du hältst dich schön aus allem raus. Fast wären sie hinter unser Geheimnis gekommen. Du weißt, was dann als nächstes passieren würde. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Geheimnis? Timber? 31, Timber. Die habe ich schon alle. Neue Vorschläge habe ich. Okay, also da, suchen. Ja, nehme ich. Alles. Jo, auch du. Wer zum Teufel seid ihr? Nehme ich. Ah, auch gut. Blob. Jawohl. Ach, die kriegst du auch drin. Alles klar. Und ja, Heidi Salami. Okay.
Jawohl. Jo. Ja. Ja. Gott. Lance. Jawohl. Okay. Jawohl. Jo. Alles verschiedene bis jetzt. Mensch. Ich glaube, ich habe alle durch. Matches sind noch nicht neue. Muss jetzt aber trotzdem noch irgendwie Löcher in den in die Melone kriegen. Ah, ne, hab ich verkehrt. Hallo, Herr Fueck. Hallo. Hey! Das ist meine Bowlingkugel. Die Melone sieht. Ach, sie hat doch. Warte, das Ding hat doch Stacheln hier, oder? Das ist gut, so. Das geht also nicht. Achso, ich kann ja sie. Vergiss Termin, ich will, dass du. Hast du ein Zimmer in dem. Da hätt. Ja. Okay, geht ja, stimmt. Weißt du, Larry? Ich habe mich die letzte Zeit nur von dieser Uhr antreiben lassen. Dabei habe ich vergessen, dass es auch andere Dinge gibt, die mir gut tun. Rollschuh fahren? Nein, Larry. Sex. So ein Zufall. Das tut mir auch gut. Zur Sache, Larry. Hallo. Warte, tatsächlich. Ja. Achtung, nächste Trainingseinheit, 30 Minuten wilder, heißer Sex mit Larry Leffer. Was? Ich finde, diesmal hat die Uhr recht und du solltest auf sie hören. Nein, diese Uhr hat mir gar nichts mehr zu sagen. Ich mache jetzt nur noch das Gegenteil von dem, was sie mir sagt. Oh. Du hast mir echt die Augen geöffnet, Larry. Ab jetzt picke ich mir wieder die Rosinen raus und esse sie auch noch. Mitgegangen, mitgestanden. Man schon auf gut Finger. Mitgegangen, mitgestanden. Ich mache jetzt erstmal Detox. Und zwar digitalen. Wenn es um Schwitzen geht, kann ich helfen. Du hast mir schon genug geholfen, Larry. Als letzte Amtshandlung meines alten Lebens gebe ich dir eine Top-Bewertung bei Timber. Kannst du sie mir nicht geben, nachdem wir unser Workout gemacht haben? Ich muss mich selbst finden, Larry. Mhm. Aber danke für das Angebot. Mhm. Gern geschehen. Aber andere Sachen wären mir lieber gewesen. Ja. Hat du Pech gehabt. Meine Punktzahl bei Timber muss doch jetzt gewaltig sein. Dein Punktestand bei Timber ist 33. Nicht genug für Faith. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Das ist doch gar 2 Punkte mehr. Höchstwertung. Ist klar. Ja, ja. Hatte ich schon. Hatte ich schon. Da war ein Opa mit bei. Eine Nonne? Okay. Ein Eichhörnchen. Burger. Ich glaube, dann hatte ich schon wieder alle. Auch neue Matches? Nee, neue Matches wieder nicht. Okay. Aber was mache ich jetzt mit der blöden Melone? Die könnte ich noch. Das hilft mir nicht. Hm.
Ja. Da muss ich auch noch die Hochzeit vorbereiten. Dafür ist die Priesterin aber weg. Quasi. Die Melone brauche ich mit Sicherheit da bei der Leiche quasi. Und ansonsten, wie kriege ich jetzt Löcher in diese Melone? Ich vermute mit irgendwas Perversem. Muss ich den Bleistift nochmal anspitzen oder so? Eigentlich, der ist ja spitz. Das war da keinen Sinn eigentlich. Probieren geht über Studieren, oder wie das heißt. Nari ist nicht mehr hier. Wahrscheinlich hat sie nach unserem Date erstmal eine Pause gebraucht. Das ist gut, so wie es... Hm, gedacht. Das lässt sich nicht...